meine Damen und Herren. Heute ist wirklich ein sehr, sehr stressiger Tag, aber ich habe gesehen, wir haben ein sehr geiles Auto gebaut. Das wollte ich eben einmal fahren. Genau. Bevor wir das nämlich vergessen, und es ist ein Kundenauto, habe ich mir gedacht, beeilen wir uns schnell, weil da ist nämlich gerade, nicht Krisensitzung, aber da ist gerade, wir sprechen gerade die Karte vom Big Boost Burger. Oh yes. Welche Produkte, was wie, was kostet es, weil uns nämlich auffällt ist, unser Burger ist, wie der Herr Krämer das halt fast meistens macht, übertrieben Premium, ja. Weil Brot ist selbst gemacht, Fleisch ist selbst gemacht, Soßen, alles ist Handarbeit und viele andere Burgerläden kaufen halt viel dazu. Das wollen wir halt nicht machen. Da merken wir gerade, dass wir preislich da so ein bisschen, ja, nicht in die Bredouille kommen, aber wir wollen zu einem, wie die Klamotten. Ja. Es ist das gleiche Spiel wie die Klamotten. Die Klamotten sind, manche sagen, oh, das ist viel zu teuer. Wenn ihr wüsstet, was die Klamotten in der Produktion kosten, bei der Menge, die wir nur abnehmen und zu welchem Preis ich sie anbiete, dann sagt ihr auch, dann kann es auch sein lassen. Ja, wenn die Leute den Burger probiert haben, dann verstehen die das. Ist ja auch so, aber sie müssen erstmal probieren. Ja. So. Das Auto. Hast du den Schlüssel, Dennis? Nee, ne? Werkstatt. Okay, okay. Warte. So. Da ist er. Mini Cooper S. Nee. Ach, Mann. Ist ja wie am Schnürchen. Ihr denkt doch immer, dass der Krämer immer gute Laune hat. Heute ist schon so ein bisschen Anschiss-Tag. Ja. Ich habe heute schon ein bisschen Anschiss verteilt, ne? Hast du heute schon Anschiss bekommen? Nee, heute nicht. Nee, heute nicht. Ah. Bei dem Auto ist mir... Ich stehe mal eben raus. Ja. Bei dem Auto ist nämlich für mich oder in mir Folgendes passiert. Der kam raus und... Gesundheit. Danke sehr! Ich war nicht sehr überzeugt von der Optik. Das Auto fand ich irgendwie zu groß. Das ist mir zu klobig, zu fett. Und dann ist es passiert und... Gesundheit. Ah, lecco mio. Und jetzt finde ich ihn geil. Die Front fand ich am Anfang komisch hier mit dem... Mit diesem rausguckenden Ding und sowas. Weiß ich nicht. Ich fand den R56, er ist viel, viel geiler als den neueren. Jetzt sehe ich den neueren und sage, komm, das geht auch gut klar. Also, was hat er bekommen? Er hat bekommen einen KW-Variante 1. Er hat so schicke Sparko-Räder bekommen. Assetto, schlag mich tot. Dann hat er bekommen Software, 310 PS, 440 Newtonmeter hat er jetzt. Genau. Dann hat er bekommen eine Downpipe dazu noch. Filter, Ansaugung. Habe ich was vergessen? Der hat bekommen Felgen, Fahrwerk, Klappenabgasanlage hat er noch bekommen. Felgen, Fahrwerk, Klappenabgasanlage, Downpipe, Software, Filter. Passt. Elf? Ja. Was vergessen? Nein, gut hast. Sollen wir mal messen, was so ein Ding fährt? 100 Zoll? Ja, gerne. Gerne? Ja, gerne. Daniel, ich hole Ihnen das Gerät. Okay. Sekunde, ich bleibe okay. Da. Okay. Willst du eben zwischen so ein Born machen? Natürlich, gut. Natürlich. Dann bitte. Tschüss. They want it, chain on my neck, they want it, hoes on deck, they want it, watch when no flip, they want it, in the club, they want it, all the good, they want it, all the drug, they want it, even the police say I want it, they want it, they want it, they know that they want it, they know that they want it, they want it, they want it, they know that they want it, they want it, they want it, they want it, they know that they want it, go! Oh shit! War zu kurz? Kannst du ja gleich nochmal ein bisschen. Ja, ich mach gleich Zeitblase. Ja. Das, was ihr jetzt gerade schon gesehen habt, hat er gar nicht gerade gedreht, wo ich geholt habe. Crazy. So crazy. So. Oh, was mir gerade auffällt? Diesen Move von dem Ding dran machen, mache ich ja sehr oft. Ja. Und dann weiß ich, wie mein Bauch ist. Und wenn ich so mache, weiß ich, komme ich immer an die Scheibe dran. Okay. Guck dir mal an, wie weit die Scheibe weg ist. Voll weit weg. Was? Das denkt man nicht. Genau. Guck mal hier. Guck dir das mal an, das merkt man gar nicht. Hä, wieso? Weil die Hauten so kurz sind. Weil, guck mal, selbst im Lexus, egal welchem Auto, da komme ich ja so an die Scheibe dran. Komme ich hier gar nicht. Das ist schon wieder crazy. So, auf jeden Fall, weiß ich gar nicht. Hat der Dennis nämlich alles eingebaut? Wir müssen mal eben schreien, wo die Klappenabgasanlage aufgeht. Herr Reinbach, wie geht denn das mit der Abgasanlage auf zu? Das ist ja die legale Version. Was heißt das? Ja, du kannst es nicht steuern, das macht das Steuergerät. Das heißt...
Das heißt was? Der war Vollgas, die Klappe dann mit aufmacht. Ehrlich? Wir haben quasi gar nicht selbst gemacht darüber. Das heißt, es gibt gar keinen Knopf? Ehrlich nicht? Nein. Haben wir auch keinen Knopf reingemacht? Nein, der Blender wollte keinen Knopf drin haben. Kein Knopf? Nein. Okay. Also es gibt wirklich keinen Knopf. Also Vollgas also auf? Das ist wirklich so legal, legal. Ja. So was machen wir? Premiere. Geil. Irgendwann sind wir das erste Mal. Ne? Ja, okay, dann fahre ich mal ohne... Ohne Knopf. Knopf. Aber ich wünsche dir trotzdem viel Spaß. Habe ich. Okay, danke sehr. So, es gibt also keinen Knopf. Dann wollen wir mal gucken, was der Kollege hier so kann. Hallo, mein Freund. Guck mal, den kleinen Junge. Guten Tag. Hallo. Geht's dir gut? Er wollte nur Hallo sagen einmal. Hallo. Hast du coole Autos auf dem Hemd? Ja, ne? Cool. So, ich bin gleich zurück. Bis gleich. Guck mal, wir kriegen das geliefert wieder. Ein Gabelstapler. Habe ich wirklich einen Gabelstapler? Ich habe einen Gabelstapler bestellt. Ja? Ja, für was, was du nicht wissen darfst. Ich darf das nicht wissen? Doch, du darfst es wissen, aber nicht in die Kamera. Mhm. Was ich also ein bisschen negativ finde bei dem Auto ist, ich sehe keine Öltemperatur. Ich sehe rein theoretisch eigentlich, wenn ich nicht zu doof bin, noch nicht mal eine Wassertemperatur wirklich. Ich gehe mal auf Mode hier. Nee, nö. Kann man hier was anzeigen lassen? Fahrzeuginfo. Fahrzeugstatus, wie bei BMW, Reifenluftdruck, nix. Es hat kein, das ist halt ein sportliches Auto hier, ne? Das ist ein John Cooper Works und alles drum und dran. Da erwarte ich irgendwie ein bisschen mehr, ne? Driving Excitement, ist das? Leistung, sagt er mir. Boah, schaltet geil. Merkst du, dass die Gangabstufung sehr extrem ist? Hast du gemerkt? Er ist ein bisschen zu tief, wo er da angreift. Also von der Gangabsetzung nicht ganz so ideal. Deswegen werde ich mal probieren, so eine Messung zu machen gleich in manuell, weil er in D gerade war und ich glaube, der hat ein bisschen zu früh geschaltet. Das heißt, wir wollen gleich probieren, den Gang davor ein bisschen länger zu drehen, dass der Schaltübergang nicht ganz so tief ist, dass wir nicht in so einen Drehmomentloch plumpsen. Warum wird das so gemacht? Wegen Spritverbrauch oder wie? Ich denke nämlich auch, dass das Auto da oben rum schon anfängt, tiefere Drehzahlen zu fahren, dass du so mit geschmeidigen 150 auf der Autobahn fahren kannst, mit einem humanen Drehzahlband, also einem humanen Verbrauch. Aber Fahrwerk ist auch geil. Ja, aber Mini ist immer geil. Ist wirklich so, also Mini ist wirklich immer geil. Aber dafür, dass er so bullentief ist, fährt er schon wirklich gut. Ja. Schönes, ich meine, schönes Paket, schönes Auto. Ich hab Bock drauf. Hast du schon öfters mal erwähnt? Ja, ist auch so. Aber R56 ist immer noch so ein bisschen mein Love. Aber wenn, dann würde ich einen extrem umbauen. Also was ist... Was auch sonst? Siehst du sich da hinter der Kamera? Oh. Er redet sich wirklich selbst ein, dass die Welt noch für ihn in Ordnung ist. Nein, ich würde dann wirklich extrem machen. Ja, natürlich. Natürlich? Natürlich. Ah, hier kann ich ja was verstellen. Sportmode, maximales Go-Kart-Feeling. Ah, jetzt ist maximales Go-Kart-Feeling an. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass wir so ein Video eben zwischendurch machen. Weil der Cremo hat nämlich ein ganz anderes Ansprechverhalten, das klar. Weil der Cremo hat immer so wenig Zeit. Ich muss in Sport gehen, weil in Sport ist ja eine legale Abgasanlage und deswegen bei Sport macht die erst die Klappe auch hinten auf, was gehört. Ja. Da war nämlich der Außenwind auch gerade lauter. Ja, im Großen und Ganzen wirklich schön, also wirklich, wirklich ein geiles Auto. Geiler Umbau, weil einmal alles, Auto kam nämlich Serie, das habe ich noch am Rande mitbekommen. Felgen, Fahrwerk, Auspuff, Leistung, die Welt gehört dir. Aber was ich immer machen würde, wenn ich ein Mini mir holen würde, ich würde immer farbenmäßig voll durchdrehen, weil, wenn, dann bei dem Auto. Ja, das stimmt. Wenn, man das wenn es ein Auto darf, dann das Auto. Das stimmt, ja. Und dann so schwarz, nee. Ich würde
theoretisch Racing Green. Ja. Aber ich würde sogar vielleicht farbenmäßig voll am Kabel drehen hier bei dem Auto. Du hattest mal einen, ne? Ja. Mit weißen Lichtreifen, ja. Ja. Ich erinnere mich. Das Auto war so toll. Ja, bei dem bist du viel gefahren, der hat man oft gesehen. Ja, bin ich. Bei dem Auto habe ich auch Innenraum versucht. Versucht. Nicht geklappt. Falscher Kleber. Okay. Hört sich schon gut an. Ja, ne? Mhm. Oh, Ansaug. Oh, hast du gehört? Turbo, oder? Ja. Ja. Has a little bit traction problems. A little bit. So. Und für die, die sich gewundert haben, warum in dem Porn das Auto wieder andersrum stand. Ja, es liegt daran, weil wir jetzt den Rest des Porns drehen, den ihr gerade schon gesehen habt. Okay? Also, 310 PS, 44 Newtonmeter, KW-Gewinde, Felgen, Auspuff, Downpipe, Ansaugung, alles drum und dran. Wirklich, wirklich geiles Auto, ne? Ja. Schwamm. Aber ein bisschen teuer. Zu diesem Zeitpunkt habt ihr bestimmt schon den Up gesehen. Der Up wird dieses Auto in Grund und Boden stemmen. In Sachen Beschleunigung. Der wird dieses Auto komplett tutti, komplett zerstören. Ja. Wird er. Da ist der Lexus. Ich liebe dieses Auto. Hart. Wirklich. Also, so ein gutes Auto. Du hast nur gute Autos. Das ist richtig. Das ist der TT, das ist unser Spender. Noch relativ zusammen, ne? Also wir haben heute den 18. wegen Zeitblase. Das wird wieder eine krasse Zeitblase wahrscheinlich. Ich glaube auch, weil wir wissen nämlich immer vorher, wie weit die Fenster nach vorne gehen. Und da sind jetzt zwei Wochen Fenster. Ja. Die sind fest, die sind ja... Die sind fest quasi, ja. Deswegen. Boah, ist der Armando. Mhm. Wir können mal gucken, was Armando gemacht hat. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Mhm. Magst du Autos? Ja. Oh, was denn für welche? Was für ein Auto magst du? Ganz schön schnelle. Schnelle? Mhm. Die langsam nicht so? Nee. Nee, sorry. Obwohl manchmal magst du Porsche? Ja. Ferrari? Mhm. Mhm. Nee. Porsche ist besser schon am Sparen, ne? Sagst du ja schon, ne? Oder ich muss sparen. Ja. Und Lamborghini? Nee. Auch nicht. Porsche am liebsten. Ne? Porsche, ne? Mhm. Alle Kinder lieben Porsche. Und was noch? Bei welchem Auto magst du noch vorne lang? Was hast du gerade gesagt? Bei Audi. Audi, ne? Ja, Audi ist auch cool. Aber Audi und Porsche ist eh sehr nah beieinander. Von der Faszination. Und magst du denn auch den Mini Cooper? Ja. Ich auch. Aber Mercedes auch. AMG? Da war also noch nichts mit zu haben. Nein, nein. Mercedes sind mir nicht so. Das ist mein Auto. Außer für Porsche. Das kommt noch. So, ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten, okay? Mhm. Gibst mir 5? Aber hart, okay? Feste. Alles, was du hast. So feste wie noch nie. Oh, der Papa kann das feste. Jetzt du. Sagen wir es. Ein bisschen nervös. So? Tschüss. Danke. Viel Spaß noch. Danke. Hallo. Hallo. Wo sind denn alle? Das sind die originalen Räder. Oh Mann, du bastelst am R8. Was süßes manchmal ist, wenn Leute wirklich hinkommen und bei ihrem R8 denken so, haben sie schon mal eine Abgasanlage vom R8 gebaut? Und dann bin ich wirklich verführt zu sagen, nein, noch nie. Doch mach doch mal. Würden Sie Ihren R8 wirklich uns anvertrauen? Ehrlich? Nein, also R8, ich will sogar fast sagen, Nach Golf? Nach Golf ist das meiste Auto. Auf jeden Fall. Hier, ist die Batterie eigentlich gekommen? Das ist das geilste Mistding der Welt, ne? Aber wir haben so Batterieprobleme im Moment. Boah, du müsstest jeden Tag eigentlich damit fahren. Eigentlich ja. Auf die PD kommt. Okay. Guten Tag. Nichts Spannendes. Nichts Spannendes. Nur das hier? Ja. Oh, das ist geil. Das ist geil. Jetzt haben wir noch was fürs Video, was spannend ist. Okay. Jetzt bist du bereit? Ja, ich bin auch gespannt. Bist du bereit? Willst du aussehen? Ja, gerne. Das ist geil. Wir machen hier einen Burgerladen auf, ne? Ja. Ja? Ah. Pass auf, das ist richtig geil.
Komm her, Mando. Mitarbeiter damit ärgern. Ja, kann man auch. So ein Brenneisen, ne? Ja. So ein schneller Lu. Das ist cool. Das ist geil, ne? Das ist geil. Da können wir nämlich das Logo in den Burger reinbrennen, so. Ist geil. Cool? Ja. So, viel Spaß noch. Ja, dir auch. Fett, ne? Geil, Alter. Oh, ins Brot so. Das können wir eigentlich mal machen, ne? Jetzt? Nicht? Ja doch. Haben wir Brot? Aber wir haben eigentlich mehrere bestellt von diesen Brennern hier. Ne, wir haben kein frisches Brot. Schade. Egal. Okay, wir müssen jetzt noch ein bisschen spielen, ein bisschen machen. Aber spielen nenne ich es immer, aber leider ist es Arbeiten. aber als Tipp für mich noch am Rande, sieh deine Arbeit als Spiel. Und das Arbeiten macht doppelt so viel Spaß wie vorher. Nicht immer alles so ernst nehmen. Ja. So. Big chick, they want it. Chain on my neck, they want it. Hoes on deck, they want it. Watch when no flip, they want it. In the club, they want it.